gegen Ausgrenzung. Gegen Diskriminierung. Gegen Rassismus. Für Gleichberechtigung. Für Solidarität. Für Vielfalt. Für Respekt. Dafür arbeiten wir seit 1985. Migrare, Zentrum für Migranten und Migrantinnen Oberösterreich. Anders sein ist normal. Ja, guten Abend, liebe Gäste. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen im Namen der Fachhochschule Oberösterreich, Campus Linz. Zu der Public Lecture. Heute Abend ist Judy Gummich zu Gast und wird über Diversität und Inklusion sprechen. Das ist ein Kooperationsprojekt mit der FH Oberösterreich und Migrare. Bereits zum dritten Mal zur Intersektion Gender und Migration. Und sehr viel mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen und hoffe, dass die Frau Petzold dann die Referentin noch detaillierter vorstellt und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Ja, danke. Danke. Ich möchte im Namen von Migrare Sie alle herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass doch eine recht anschauliche Zahl von neugierigen, wissensdurstigen Menschen heute den Weg hierher gefunden hat. Ja, ich bin sehr froh, heute Judy Gummich begrüßen zu können. Wir haben jetzt schon seit über einem Jahr Verbindung und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hergekommen bist, frisch angeflogen aus Berlin. Was mich noch mal mehr freut, auch eine Berlinerin hier zu haben. Ja, vielleicht ganz kurz auch den Weg, also im Prinzip nicht wie die Judy als Person hergekommen ist, sondern wie es überhaupt zu diesen Vorlesungen auch kommt. Migrare, Zentrum für Migrantinnen in Oberösterreich, ist ein Zentrum. Wir bieten Beratung an, wir beschäftigen uns mit Kompetenzen von Migrantinnen und Migranten. Wir haben eine Anerkennungsstelle für im Ausland erworbene Qualifikationen. Also unter anderem Migrare hat ein inzwischen sehr breites Spektrum an Angeboten im Bereich Migration. Und unter anderem gibt es auch ein Projekt, das heißt Migra, ein frauenspezifisches Projekt, was wir jetzt glücklicherweise schon seit, ich glaube, das dritte oder vierte Jahr durchführen können. Ein Projekt, wo wir immer wieder auch neue Anträge stellen müssen, immer wieder auch das Konzept weiterentwickeln. Was beständig ist, was ich sehr schön finde, ist, dass wir diese Workshop- und Vorlesungsreihe auch dieses Jahr wieder haben. Das heißt, wir möchten, dass wir frauenspezifische Themen diskutieren, weiterdenken, auch wissenschaftlich uns mit denen auseinandersetzen, mit den Themen. Aber natürlich nicht nur jetzt frauenspezifisch, sondern auch im Kontext von Menschenrechten, Diskriminierung, Antidiskriminierung, alle Themen, die damit zusammenhängen. Und ja, so im Gespräch miteinander sind wir auch auf den Begriff Inklusion zum Beispiel gekommen, der dies ja auch eine Rolle mitspielt. Ich persönlich habe Inklusion immer oft im Kontext von Schule eigentlich auch, im Bildungskontext, ja, viel gehört, viel gelesen. Und ich finde es sehr spannend, dass du heute diesen Begriff mit diesen Verwobenheiten, Menschenrechte, Inklusion, Diversity, also auch darstellst, diese Verwobenheit. Wir haben ja letztes Jahr schon eine Referentin gehabt, die zum Thema Inklusion referiert hat, was auch ja ganz stark, es ist im Prinzip das Thema, ja.
Und was sehr, sehr spannend auch war, also Inklusion, diese Verwobenheiten von verschiedenen Diskriminierungsformen. Judy, du wirst das wahrscheinlich nochmal viel besser erklären, als ich jetzt hier so. Mal gucken. Ja, und nochmal herzlich willkommen in Linz an der Fachhochschule Oberösterreich in Kooperation mit Migrare. Und wir haben gerade ausgemacht, dass es das Beste ist, die Judy stellt sich einfach selber vor, sie weiß eh besser über sich Bescheid als ich. Ich freue mich, dass du da bist, okay, und ich freue mich, dass Sie alle da sind, dass ihr da seid. Und ja, hoffe auf einen interessanten Abend mit, denke ich auch, vielleicht anregenden Diskussionen zum Weiterdenken, zum über den Tellerrand gucken. Danke, Julie. Okay. Dankeschön. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich letztendlich dann doch hier war. Das hatte letztes Jahr, war eigentlich ursprünglich geplant. Das hatte dann aber private Gründe, wieso ich nicht kommen konnte. Und dieses Jahr hatte ich gerade das Glück, dass ich meine Verletzung dann doch noch rechtzeitig hatte, sodass ich dann doch noch kommen konnte. Bin auch erstaunt, wie viele unterschiedliche Personen hier auch sind. Ja, ich hoffe, dass jeder etwas mit nach Hause nimmt, vielleicht zum Nachdenken oder ein Aha-Effekt oder ähnliches von meinem Vortrag her. Ich sage immer ganz gerne so ein bisschen was zu mir auch als Person, weil mir das immer wichtig ist, dass ich hier nicht nur als Rolle stehe, sozusagen als Referentin eben, sondern auch als Person, Judy Gummich. Ursprünglich, also so vom beruflichen Werdegang zumindest her, also aufgewachsen bin ich in Bayern, was man wahrscheinlich auch hört, also deshalb habe ich einen guten Bezug zu Österreich, also weil ich auch immer wieder Urlaub mache. Und bin dann vor inzwischen 16 Jahren oder sowas nach Berlin migriert, letztendlich, weil es in Bayern keine Integrationsschulen gibt. Ich habe eine Tochter, die ist inzwischen 24 Jahre alt, die ein Down-Syndrom hat. Und das hat mein Leben auch nochmal so ganz eine andere Richtung gegeben als geplant. Apropos geplant, mein erster Beruf hat mit dem, was ich heute mache, überhaupt nichts zu tun. Ich bin von meinem ersten Beruf elektrotechnische Assistentin, habe ganz lange in diesem Bereich gearbeitet, ganz viel auch als Sachbearbeiterin in Computerfirmen. War eher so auf dem Weg, vielleicht Informatik oder Mathematik zu studieren und habe dann aber doch im Laufe der Zeit meines zweiten Bildungswegs, den ich dann gemacht habe, festgestellt, dass ich mich eigentlich nicht so richtig zwischen Sozial- und Naturwissenschaften entscheiden kann und habe dann ein Studium gewählt. In dem Bereich habe ich auch nie gearbeitet, aber ich habe studiert. Ökotrophologie heißt das, Haushalts- und Ernährungswissenschaften, das ein interdisziplinäres Studium einfach auch war, das mir so ein bisschen ja eben das eröffnet hat, unter verschiedene Perspektiven letztendlich eigentlich auch zu gucken. Also ich denke mir, das ist das, was ich aus dem Studium mitgenommen habe, auch wenn ich selbst nie in diesem Bereich tatsächlich gearbeitet habe. Ich habe dann auch im Laufe meines Studiums Kontakt gehabt zu anderen afrodeutschen Menschen, habe Organisationen mitgegründet von Afrodeutschen oder Menschen afrikanischer Herkunft auch in Deutschland. Eine nennt sich ADEFRA, das ist eine Frauenorganisation, die es noch gibt, auch wenn ich da jetzt nicht mehr so aktiv bin. ISD, Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, war da aktiv. In Berlin dann den Afrikarat mitgegründet, das ist so ein Dachverband eben von Organisationen, wo Menschen afrikanischer Herkunft eben auch zusammen sind. Bin aber auch ganz viel im Kontext, Behindertenkontext unterwegs, aufgrund eben, dass meiner Tochter eben den Down-Syndrom hat, bin da in Elternorganisationen eben auch aktiv gewesen, sowohl in München wie jetzt nach wie vor auch in Berlin. Aber mich hat diese Frage schon beschäftigt, bevor ich meine Tochter hatte, weil ich in der schwarzen Community festgestellt habe, dass eben schwarze Menschen mit Behinderung dort auch nicht wirklich so dazugehören. Und ich habe damals schon mit einigen gesprochen. Und seitdem bewegt mich dieses Thema auch und diese Schnittstellen letztendlich auch, so wo Leute einfach oft durchs Raster fallen und die einfach eine ganz besondere Lebenssituation auch haben, die einfach häufig nicht gesehen wird oder wahrgenommen wird. Und das ist so die Motivation eben, mich letztendlich mit dem, was man Intersektionalität auch nennt, zu beschäftigen. Und war dann total froh, als ich am Deutschen Institut für Menschenrechte arbeiten konnte, weil letztendlich ist die Basis, sind die Menschenrechte, wenn man da drauf guckt, dann ist das einfach eine Basis, wo ich sage, egal ob ich das jetzt, ob es um Genderfragen geht, um Migration, Rassismus, Thema Behinderung, das ist eigentlich die Basis, die eigentlich für alles mehr oder weniger auch
Geltung haben sollte. Na, soweit zu meinem persönlichen Hintergrund. Wenn jemand auch später noch Fragen dazu hat, fragen kann man mich alles. Die Antworten, naja, hängt immer von den Fragen ab. Na, okay, dann würde ich erstmal, das Thema heißt eben Diversity, Inklusion und Menschenrechte. Ein Diskurs über Begriffe und ihre Verwobenheit. Das ist eben der Titel auch der Veranstaltung, wo es darum geht, was haben die eigentlich miteinander zu tun. So ein bisschen habe ich das auch schon mal angedeutet. Ich habe das so folgendermaßen aufgebaut, dass ich zuerst was mache zum Thema oder Ihnen was erzähle zum Thema Menschenrechte, woher kommen die überhaupt, was sind die historischen Hintergründe. Dann aber auch eingehe auf die UN-Behindertenrechtskonvention, um zu verstehen, was heißt eigentlich Inklusion. Und aber auch zu gucken, was hat dieser Begriff Behinderung eigentlich, was hat es mit dem eigentlich auf sich. Dann zum Thema Inklusion, zum Thema Diversity, dann zu gucken, was haben die eigentlich so alle miteinander zu tun. Es wird auch immer wieder mal so aufleuchten zwischendrin und am Schluss nochmal versuche ich da nochmal so Gesamtheit festzustellen oder zusammenzufassen. Damit nicht nur ich rede, werde ich so zwischendrin so ein paar Fragen stellen, habe ich mir gedacht, wo Sie sich untereinander austauschen können. Also wenn Sie ganz alleine sitzen, können Sie sich dann gucken, ob da noch eine Person in der Nähe ist, mit der Sie sich dann auch austauschen können. Und dann dachte ich mir, ich fange gleich damit an, so zum Üben. Und zwar, ich fange ja erstmal an mit dem Thema Menschenrechte. Und da fände ich es ganz gut, wenn sich vielleicht so 2 Minuten, es muss auch gar nicht so sehr lange sein, einfach mal mit Ihren Nachbarn, Nachbarinnen austauschen. Wann habe ich überhaupt das erste Mal Berührung gehabt mit dem Thema Menschenrechte? Kenne ich ein paar Menschenrechte oder habe ich was mit Menschenrechtsdokumenten schon mal zu tun gehabt? Ja, tauschen Sie sich einfach so mal aus. Ich höre nicht zu. Ja, ich habe vergessen, eine Klingel mitzunehmen. Okay, also es gibt schon sehr viel offensichtlich zu berichten. Ich finde es toll, hat super geklappt, weil meistens ist es etwas zäh bei der ersten Frage, manchmal, wenn ich die stelle. Ne? Aber Sie kommen ja, sind ja sofort ins Gespräch gekommen, super. Okay. Ja, Menschenrechte, gut. Meistens heißt es über Menschenrechte, das sei eine Erfindung aus dem Westen. Wenn man aber in die Geschichte guckt, stellt sich das dann doch ein bisschen anders. Auch da, nämlich schon im alten Ägypten zum Beispiel, gab es ein Konzept von Maat, wo es um Recht ging, um Wahrheit, um Gerechtigkeit. Dann eben aber auch so ein Gleichheitsprinzip schon formuliert wurde, das damals allerdings noch nicht für alle galt. Da waren damals versklavte Menschen ausgenommen gewesen. Aber was man so als, hier mal so eine kleine Übersicht auch, was man teilweise so als erstes wirkliches Dokument oder Proklamation vielleicht auch nennt, ist der sogenannte Kyros-Zylinder von ca. 500 vor Christus. Die genaue Zahl steht ja da auch. Das ist ein Tonzylinder, den der altpersische König Kyros der Große, so wie er hieß, verfasst hatte. Und zwar findet man darauf tatsächlich schon das, was heute in den ersten Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht. Da geht es nämlich um Freiheit, da geht es um Gleichheit, da geht es um Nichtdiskriminierung, aber auch auf das Recht auf Leben und zum Beispiel auch Verbot von Sklaverei. Na, also so, dass man durchaus auch sieht, es ist eben nicht eine bloße Erfindung des Westens. Dann gibt es eben dann etwas später die Edikte der Ashoka, das ist in
wo war das denn, in Indien, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Genau, da wurde dann bereits eben, hat auch so ein König Ashoka in verschiedenen Sprachen sogar dann dort in Säulen eben tatsächlich eben auch so, ja, mehr oder weniger auch Gesetze oder Regeln einhauen lassen, sozusagen, der eben, dieser König Ashoka war eben damals zum Buddhismus auch konvertiert gewesen, und da ging es eben auch zum einen um Großzügigkeit, aber auch um Güte, Ehrlichkeit, Förderung des Guten, also was auch schon darauf hinweist, wie wollen wir eigentlich miteinander leben, was ist wichtig eben in einer Gemeinschaft auch zu leben. Dann die Verfassung von Media, da weiß ich leider zu wenig dazu. Aber auch dann, was eher bekannt ist, was man vielleicht noch aus dem Geschichtsunterricht gelernt hat, ist dann sowas wie die Magna Carta aus England, dann die Bill of Rights, die Unabhängigkeitserklärung auch der Vereinigten Staaten, dann in Frankreich eben auch. Das sind aber alles noch sehr eingeschränkte Rechte gewesen und liefen noch nicht so unter diesem Label tatsächlich Menschenrechte. Das, was wir heute als Menschenrechte betrachten, ist eben dann damals tatsächlich 1948 war das nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem es war so dieser Anstoß, eigentlich tatsächlich diese allgemeine Erklärung der Menschenrechte auch zu verfassen, wo eben dieser erste Satz sehr zentral ist, der in Artikel 1 steht. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das heißt letztendlich, steht da drin, dass es handelt sich um Freiheitsrechte, um Gleichheitsrechte und was hier jetzt nicht in dem einen Artikel direkt formuliert ist, aber was in der Präambel auf jeden Fall herauskommt, dass eben diese Menschenrechte in der Würde des Menschen begründet sind. Ne? Also alle Menschenrechte sind Freiheitsrechte, weil sie eben die Zielsetzung haben der freien Selbst- und Mitbestimmung. Und sie sind Gleichheitsrechte, weil sie allen Menschen gleichermaßen zukommen. Also das bedeutet, dass alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Das heißt, alle Rechte stehen allen gleichermaßen eben zu. Und in der Präambel ist das eben also auch nochmal klar gesagt worden, dass eben die Anerkennung der angeborenen Würde eben die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden in der Welt darstellt. So, das ist, ne, in der Präambel steht in der Regel immer, wieso wird eigentlich so ein Dokument verfasst, und dann werden die einzelnen Artikel eben benannt. Wichtig ist, die Menschenrechte sind, also, oder was kennzeichnet die Menschenrechte? Menschenrechte sind universell, das heißt, sie gelten für alle gleichermaßen. Sie sind unteilbar, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, es gelten immer alle Menschenrechte. Also es geht nicht darum, Menschenrechte sind kein Katalog, aus dem man sich einfach welche aussucht und sagt, die nehme ich nicht. Ja, es geht immer um alle Menschenrechte, für alle. Und unveräußerlich, sagt man, sind Menschenrechte eben auch deshalb, weil sie in der Würde des Menschen begründet sind. Das heißt, niemand hat das Recht oder kann mir letztendlich eben, weil sie quasi qua Geburt gegeben sind, mir die Menschenrechte absprechen. Das sagt man eben, Menschenrechte sind unveräußerlich. Und was auch nochmal wichtig ist, dass sie sich gegenseitig bedingen. Also Menschenrechte, wenn ich jetzt Beispiele nehme, ist eben das Recht auf Leben, ist ein ganz zentrales Menschenrecht. Das Menschenrecht auf Gesundheit, Recht auf Bildung, Recht auf Nichtdiskriminierung oder Schutz vor Diskriminierung, Schutz vor Sklaverei, also Sklavereiverbot zum Beispiel. Das sind ganz zentrale Menschenrechte. Aber beim Menschenrecht zum Beispiel, wenn es um Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit geht, dann sieht man, dass die sehr eng miteinander in Verbindung stehen. Oder auch das Recht auf Gesundheit letztendlich. Ne, auch eben so weit, dass ich überhaupt teilhaben kann, ja, also den bestmöglichsten Gesundheitszustand erreichen kann, das ist damit gemeint, oder dass halt die Umwelt nicht so gestaltet sein soll, dass meine Gesundheit geschädigt wird. Ne. So Recht auf Gesundheit ist häufig Voraussetzung eben, um überhaupt partizipieren zu können. Ne. Und wie ich schon gesagt habe, sie sind eben in dieser unbedingten Anerkennung der Menschenwürde begründet. Das ist mal die Frage, was ist eigentlich Menschenwürde? Letztendlich heißt das, also die Würde des Menschen ist dann quasi geschützt, wenn tatsächlich alle Menschenrechte in optimalster Weise beachtet werden und eingehalten werden.
Ne? Man hat das auch selber ein Gespür dafür, wenn die Würde von einem selbst auch verletzt wird. Ja, also wenn eben Diskriminierung zum Beispiel stattfindet, dann ist es ganz klar, dass auch die Würde eines Menschen verletzt wird. Menschenrechte gelten, und dann nochmal zusammenfasst, bedingungslos tatsächlich. Ja, also sie sind nicht an irgendwelche Rollen gebunden, sie sind nicht an Eigenschaften, nicht an irgendwelche gesellschaftliche Positionen, nicht an irgendwelche Vorleistungen oder Ähnliches gebunden, sondern sie gelten wirklich qua meines Menschseins. Ne? Und sie sind international vereinbarte und verbindliche Standards. Ja, manchmal tun Staaten so, als wären die nicht wirklich verbindlich, aber sie haben sie verbindlich unterzeichnet. Das ist eben auch das Kennzeichen von diesen Konventionen. Wenn ich jetzt auf der UN-Ebene gebe, es gibt auch verschiedene Ebenen, wo Menschenrechtskonventionen oder Verträge unterschrieben werden. Ich beziehe mich jetzt in erster Linie erstmal auf die UN-Ebene. Da gibt es zentrale Dokumente, das ist eben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Das ist keine Konvention im üblichen Sinne. Aber weil alle anderen Verträge auf dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte beruhen, hat die einfach diese Kraft letztendlich auch von einer Konvention. Ne? Und so zentrale Dokumente sind eben die bürgerlichen und politischen Pakt, sagt man da, also bei diesen beiden Dokumenten, oder wirtschaftlich-soziale und kulturelle UN-Pakt. Das sind eigentlich die wesentlichsten Dokumente, die wesentlichen Rechte quasi zusammengefasst. Was es darüber hinaus gibt, gibt dann nochmal Dokumente wie zum Beispiel die Antirassismus-Konvention, die Frauenrechtskonvention, Kinderrechtskonvention. Das sind Konventionen, die eben für bestimmte spezifische Gruppen nochmal klarstellen, was bedeutet eigentlich tatsächlich die Menschenrechte aus der jeweiligen Perspektive. Viele denken immer, es geht um neu formulierte Menschenrechte. Es geht nach wie vor immer um die allgemeine Erklärung der Menschenrechte und den WSK-Pakt und die bürgerlichen politischen Rechte. Ja, aber was heißt es aus der Perspektive zum Beispiel von Menschen mit Behinderung, von Menschen, die Rassismuserfahrung machen, von Frauen etc.? Und darüber hinaus gibt es auch noch themenspezifische Dokumente, zum Beispiel Anti-Folter-Konvention, also wo es eher dann um Themen geht und nicht um bestimmte Gruppen. Ja. Also so ganz grob eben zu dem, wie die Menschenrechte eingeteilt sind letztendlich. Ja, soweit hierzu, genau. Zu der Würde, das habe ich schon gesagt. Okay, dann würde ich, der Punkt der Diskriminierung, glaube ich, den würde ich auch an der Stelle vielleicht nochmal aufführen. Also der Nichtdiskriminierung ist ein wesentliches Prinzip in allen Menschenrechtskonventionen. Deshalb nennt man das auch Strukturprinzip. Es gibt keine Konvention, in der das nicht vorkommt, dass nicht diskriminiert werden darf, aufgrund von was auch immer. Ne? Und das ist eben gerade deshalb so wichtig, weil es eben um die Gleichheitsrechte auch letztendlich geht, was nichts mit Gleichmacherei zu tun hat, sondern um gleiche Rechte. Ne? Und darin ist eben das Diskriminierungsverbot begründet. Und was eben auch bedeutet, dass alle Menschenrechte auch diskriminierungsfrei zu gewähren sind. Also das bedingt sich dann quasi miteinander. Ich gehe jetzt auf die Konvention ein, auf die UN-Konvention von Menschen mit Behinderung. Und zwar vielleicht doch mal kurz zu der Entstehung, weil das ist nämlich auch ganz wichtig nochmal, um zu verstehen, wieso die Konvention so ist, wie sie heute ist. Die UN-Konvention für die Menschen mit Rechten, für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist die letzte der Konventionen, die auf der UN-Ebene verabschiedet wurden. Österreich hat sie, glaube ich, auch 2008, denke ich mir, eben ähnlich wie Deutschland, glaube ich, ein paar Monate später ratifiziert. Und es war die erste Konvention tatsächlich, wo so viele Menschen, die es selbst betrifft, ja, mit
gewirkt haben, mitgeschrieben haben, eben die Konvention mitentwickelt haben. Deshalb ist sie einfach auch tatsächlich so, ja letztendlich auch tatsächlich so gut und so klar in vielen Formulierungen. Es dauerte 10 Jahre, was vielleicht für einige lang klingt, aber es ist für eine Konvention ist es relativ wenig. Ne? Also weil wenn man denkt auf dem internationalen Ebene, wie viele Staaten da eigentlich sich einigen müssen, bis so eine Konvention steht. Es waren auch von überall auf der Welt tatsächlich Menschen mit dabei, die eben an die Konvention mitentwickelt und mitgeschrieben haben. Und deshalb ist sie, ja, also wie schon gesagt, deshalb ist sie einfach tatsächlich eine Konvention, die sehr von der Perspektive der Menschen mit Behinderungen ausgeschrieben ist. Das ist bei den anderen Konventionen noch nicht so stark der Fall. Also gerade die Antirassismus-Konvention ist in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre zum Beispiel geschrieben worden. Das merkt man ihr auch noch an. Ne? Und genau. Wichtig ist dann, denke ich, bei der UN-Konvention, wenn man die Rechte von Menschen mit Behinderungen auch spricht, überhaupt mal zu gucken, was heißt überhaupt Behinderung? Wie ist überhaupt Behinderung definiert? Ich habe jetzt mal geguckt, bei uns in Deutschland ist es auf verschiedenen Ebenen definiert. Ich muss jetzt gar nicht alle lesen, aber einfach nur um zu gucken, es gibt es auf der Bundesebene in zweifacher Weise. Es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz und es gibt ein Sozialgesetzbuch in Deutschland. Und dann gibt es auf verschiedenen Länderebenen, also Österreich ist ja auch ein Bundesstaat, auch nochmal Gesetze, wo Behinderung definiert ist. Was wichtig ist, auch nochmal zu gucken, wie ist es auf der internationalen Ebene. Es gibt eine Definition in der Weltgesundheit, von der Weltgesundheitsorganisation und dann halt auch nochmal in der UN-Behindertenrechtskonvention. In Deutschland, ich lese jetzt die Definition mal vor, die klingen immer etwas sperrig, aber wir gucken dann auch immer, was heißt das eigentlich letztendlich, was da drin steht. Ne? In Deutschland ist Behinderung folgendermaßen definiert: Menschen sind behindert, wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Also es heißt, Menschen sind behindert, steht da ganz klar. Dann eben die unterschiedlichen Gründe. Ne? Dann steht hier mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate im Vergleich zu dem lebensaltertypischen Zustand. Ja? Also abweichen, ne? Sie weichen ab von einem Zustand, der eigentlich typisch sein sollte für das Lebensalter. Und deshalb ist die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt. Das ist das, was in der Definition letztendlich steht. Das heißt, also im Vergleich zu der österreichischen, die finde ich schon etwas besser, muss ich ehrlich gesagt sagen, als die deutsche Definition, aber ist auch noch nicht so ganz hundertprozentig im Bundesbehindertengesetz. Da steht, unter Behinderung eben ist die Auswirkung, da wird wenigstens schon von Auswirkungen gesprochen, einer nicht nur vorübergehenden, dann wieder die Gründe, körperlichen, geistigen, psychischen Beeinträchtigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktion zu verstehen, die geeignet ist, das ist schon ein bisschen anders abgeschwächt, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Und da ist aber auch so, dass sie 6 Monate angeben. Ne? Was beide Definitionen gemeinsam haben, ist, dass es tatsächlich ein sehr stark medizinischer Ansatz ist. Es ist ein rein medizinischer Blick, es ist eine Folge von Krankheitsfolgemodell, es ist ein individuelles Defizit. Ne? Es ist tatsächlich nur eine defizitorientierte Sichtweise. Die Behinderung selbst ist in der Person begründet. Ja? Und daher eben ist die gesellschaftliche Benachteiligung und auf Kontextfaktoren wie so Bedingungen in der Umwelt, angefangen von baulichen Geschichten bis hin zu Vorurteilen, ist keine Rede in diesen Definitionen. Das unterscheidet sie wesentlich von der Definition, die in der UN-Behindertenrechtskonvention ist. De facto
kann man sagen, ist die gar nicht so wirklich definiert worden in der UN-Behindertenrechtskonvention. Aber ich finde dieses Verständnis deshalb auch wichtig, weil es auch übertragbar ist teilweise auf andere Dimensionen. Ne? Da heißt es, zu den Menschen mit Behinderungen, also nicht Menschen sind behindert, sondern zu den Menschen mit Behinderungen zählen Menschen, die langfristige körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der vollen, wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft hindern können. Das heißt, sie machen einen Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Behinderung. Ja. Und es geht um die Wechselwirkung mit den Barrieren in der Umwelt. Dadurch entsteht überhaupt die Behinderung. Ja. Also wenn zum Beispiel sehbehinderte Menschen, ja, weil es einfach Behinderung immer noch der allgemeine Begriff ist, also Menschen, die nicht sehen können, ja, eine Sehbeeinträchtigung haben, aber die Umwelt so gestaltet ist, dass sie sich nicht orientieren können, dann entsteht die Behinderung eben dadurch, dass die Umwelt so gestaltet ist, dass sie sich nicht orientieren können, eben in dieser Wechselwirkung. Ja? Und das ist ein völlig anderes Verständnis als das, was wir auch im Alltag haben. Letztendlich geben die Definitionen sowohl in Österreich wie in Deutschland eigentlich auch unser Alltagsdenken von Behinderung wieder. Ne? Aber hier geht es tatsächlich um die Wechselwirkungen. Das ist das Zentrale, das habe ich hier auch rausgehoben. Ne? Und zwar an der vollen, wirksamen, gleichberechtigten Teilhabe in der Gesellschaft. Es geht um die voll, wirksam und gleichberechtigt. Die drei Worte kommen auch vor. Die kommen in den anderen Definitionen nicht vor. Ne? Und hindern können. Also es ist nicht immer zwangsläufig ein Muss, weil es gibt durchaus unter Umständen Situationen, wo einfach eine bestimmte Beeinträchtigung keine Relevanz hat im anderen Kontext, aber vielleicht sehr wohl. Ja. Und deshalb wird eben auch von einem Paradigmenwechsel gesprochen in der UN-Behindertenrechtskonvention. Ne? Genau. Zusammengefasst kann man sagen, eben das Denken, also was das, was Behinderung ist, wo die Behinderung definiert ist in der UN-Behindertenrechtskonvention, geht eben weg von diesem rein medizinischen Ansatz hin zu einer menschenrechtlichen Perspektive. Es geht um Teilhabe, es geht um Gleichberechtigung. Ja? Man geht weg von diesem die Sicht, es ist ein Problemfall. Ne? Meistens sagt man ja auch ein Problemfall. Ne? Die Person hat ein Problem, sondern es geht darum, dass es eine Person ist, die Trägerin oder Träger von Rechten ist. Das ist auch eine andere Sichtweise. Und man geht stärker weg von dem, was Fürsorge ist, hin zu Partizipation und Teilhabe. Es geht nicht darum, dass man nicht für jemanden sorgen soll. Das finde ich ganz wichtig, das auch nochmal zu unterscheiden. Aber das Ziel ist die Partizipation und die Teilhabe. Ne? Und daher geht es auch weg von der Integration, darauf komme ich später nochmal zu dem Unterschied zwischen Integration und Inklusion, hin zu Inklusion. Die Person wird nicht mehr als Objekt gesehen, also jemand, für die man etwas macht, sondern zum Subjekt, die selbst bestimmt, was sie will, unter Umständen mit Assistenz. Ja. Man sieht sie eben nicht nur als Patientin, sondern eine Bürgerin, die einfach das Recht hat, teilzuhaben. Ja. Und es geht weg davon, nur ein Defizit auszugleichen, nur in Anführungszeichen. Es geht hin zu Gleichstellung und Chancengleichheit. Das ist das, was so insgesamt als Paradigmenwechsel auch bezeichnet wird. Wir kommen da, wenn es wieder um Diversity und Inklusion dann auch nochmal geht, auch immer wieder mal so darauf zurück, was heißt das eigentlich auch letztendlich. Ne? Und dieses Denken, dass es mit einer Wechselwirkung zu tun hat, ja, die einzelne Person, das so sein, wie man ist, in Wechselwirkung mit der Umwelt, das ist etwas, was auch sehr gut auf die anderen Dimensionen zu übertragen ist, sei es Geschlecht, sei es rassistische Diskriminierung, sei es wegen sexueller Identität etc. Es geht nicht darum, dass sie so sein falsch ist, sondern dass das in der Wechselwirkung entsteht, ja, weil die Umwelt, die Gesellschaft so gestaltet ist. So, was bedeutet dieses neue Verständnis? Also Behinderung ist kein individuelles Merkmal und damit auch keine Abweichung einer individuellen Funktion oder Fähigkeit, ne? Sondern, was ich schon stark betont habe, eben es geht um die Wechselwirkung zwischen einem beeinträchtigten Menschen und den Barrieren in der Umwelt, die die Teilhabe verhindern. Also der Blick ist viel stärker auf die Barrieren, ne?
Und ganz wichtig auch nochmal, dass die Beeinträchtigung ist eine Form menschlichen Seins. Das ist schon auch wieder so ein Hinweis auf das, was so um Diversity geht, so um Vielfalt. Ja? Also es wird nicht eine Norm definiert und alles, was dann nicht passt, ist dann eine Abweichung, sondern es ist, gehört zur Vielfalt der Menschen, dass Menschen einfach unterschiedlich sind. Ja? Das ist das, was letztendlich auch das ganz Wesentliche ist, was die UN-Behindertenrechtskonvention bringt, diese Art des Denkens. Ja? Und deshalb geht es eben hauptsächlich mit dem Blick auf, wo sind die Barrieren, ist letztendlich die Frage. Ja, wenn es darum geht, Diskriminierung zum Beispiel auch abzubauen, Teilhabe zu ermöglichen, Partizipation zu ermöglichen. Gut. Ach so, ja, das hatte ich nochmal mit reingenommen, weil ich das so wichtig finde, weil auch die UN-Behindertenrechtskonvention das extrem stark betont hat, dass die Würde eben des Menschen eben absolut zentral ist in Bezug auf die Menschenrechte. Und deshalb sagt man, dass dieser Schutz der Würde eben das zentrale Motiv eben auch ist. In der UN-Behindertenrechtskonvention wurden auch so allgemeine Grundsätze formuliert, auch die sind übertragbar und die nenne ich Ihnen auch jetzt nochmal, weil ich die auch sehr wichtig finde. Da geht es eben gleich, also das ist der Artikel 3 nach der Definition sozusagen, also meistens ist es auch so, je weiter oben ein Artikel steht, desto mehr Bedeutung wird ihm auch beigemessen, gerade bei den ersten Artikeln. Ne? Da ist eben auch gerade, es geht sehr stark wieder um die Würde, aber auch um die Autonomie und die Selbstbestimmung eines Menschen, gerade bei Menschen mit Behinderungen ganz zentral, aber ich sehe es auch manchmal bei anderen Gruppen auch so, angefangen von Kindern, ja, also wenn ich sehe, wie teilweise über Kinder häufig auch bestimmt wird oder halt, ja, in anderen Kontexten oder ja, Flüchtlinge zum Beispiel ist auch ähnlich, die haben auch nicht sehr viel Selbstbestimmungsmöglichkeiten, das ist hier in Österreich nicht anders, denke ich mir, als in Deutschland. Dann auch hier wieder an zweiter Stelle eben als Grundsatz Nichtdiskriminierung, wie ich gesagt, das kommt in jeder Konvention vor, ist ein ganz zentraler Aspekt. Es geht um die volle und wirksame und vorne heißt es auch gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft und es geht um die Akzeptanz als Teil, eben dass Menschen mit einer Beeinträchtigung Teil der menschlichen Vielfalt und der Menschheit sind, und zwar selbstverständlich und nicht die Abweichung von irgendeiner Norm. Ja. Und wenn ich eben das übertrage auf Menschen mit anderen sexuellen Orientierungen, kann ich auch sagen, es geht nicht um eine Abweichung, sondern es geht um eine Vielfalt. Ja. Da sind wir schon, gehen wir schon in Richtung zu dem, was eben Diversity ist. Auch nochmal ganz wichtig, Chancengleichheit, Barrierefreiheit im weitesten Sinne. Ja, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was alles Barrierefreiheit beinhaltet. Es ist aber nicht nur ausschließlich Rampen zu bauen oder ähnliches, sondern da geht es um noch viel mehr, angefangen von Sprache, von Schrift, von Vorurteilen etc. Gleichberechtigung von Mann und Frau ist auch immer ein Aspekt, der, weil es ein internationales Dokument ist, auch nochmal betont ist, weil es ist in Ländern sehr unterschiedlich, wie mit Behinderung umgegangen wird. Aber das gilt durchaus auch, ich weiß zumindest von Deutschland, ich habe es in Österreich keine Zahlen nachgeschaut, aber zum Beispiel, dass Frauen mit einer Behinderung mit noch mehr Gewalterfahrung haben, gerade sexualisierte Gewalt zum Beispiel, als Frauen ohne Beeinträchtigung und auch, dass die Arbeitslosenquote sowohl von Männern wie Frauen wesentlich höher ist, wobei es bei Frauen noch mal höher ist als bei Männern zum Beispiel. Also auch das spielt auch da noch mal eine Rolle, die Genderfrage. Das ist nicht nur auf der internationalen Ebene zu betrachten. Und dann extra noch mal erwähnt, die Achtung vor den sich entwickelten Fähigkeiten von Kindern mit einer Behinderung und die Achtung ihres Rechts auf Wahrung ihrer Identität. Was da dahinter steckt, ist auf der einen Seite schon auch die Akzeptanz des So-Seins und dennoch gleichzeitig die Möglichkeit zu geben, eben sich auch entwickeln zu können. Ja, mit Unterstützung, die sie einfach brauchen. Und diese Grundsätze, gerade wenn es um Chancengleichheit geht, wenn ich daran denke, Barrieren müssen irgendwo abgebaut werden, da soll nicht diskriminiert werden, die Teilhabe, die Partizipation soll ermöglicht werden, das sind auch Dinge, die eben für andere Gruppen gelten. Das gilt nicht ausschließlich für Menschen mit Behinderung, aber das sind halt in dieser Konvention alle sehr gut und sehr klar eben formuliert worden.
und eben auch schon im Hinblick auf das Thema Inklusion, Diversity, habe ich mal geguckt, welche Begriffe spielen da eigentlich so eine Rolle, wo kommen die eigentlich auch vor, um auch die Verwobenheiten auch nochmal auch aufzuzeigen. Dieser Begriff der Menschenwürde, gerade wenn ich eine menschenrechtliche Perspektive habe, ist eben eine sehr starke, aber auch der Begriff der Freiheit, also es geht um Freiheit, eben die gleichen Rechte, selbstbestimmt zu leben, was als nächster ist, Gleichheit, also Gleichheit, gleiche Rechte ist damit gemeint, nicht Gleichmacherei, Teilhabe, Partizipation, das werden Sie sehen, kommt auch nachher bei dem Thema Inklusion auch wieder, bei dem Thema Diversity, aber auch sowas wie Solidarität, finde ich, ist ganz wichtig, weil es geht eben nicht nur um die sogenannten Zielgruppen, ja, sondern es geht um alle. Das Thema Inklusion, ja, Anerkennung und Wertschätzung von Vielfalt, das ist schon ein Hinweis wieder auf das Thema Diversity, Chancengleichheit, aber auch Ressourcenorientierung, Talente, Kompetenzen, wie immer man es auch benennt. Empowerment, auch ganz wichtig, gerade für Gruppen, die Diskriminierungserfahrungen auch haben. Aber auch für andere, um sich für die Rechte anderer einzusetzen. Also es gilt nicht immer nur für benachteiligte Gruppen, das Empowerment. Ne? Im Kontext von Behinderung ist es dann Disability Mainstreaming, das kann in anderen Bereichen, wenn es um verschiedene Gleichstellungsstrategien geht, sind es dann eben auch andere Strategien. Ja. Und Assistenz, das heißt Unterstützung da, wo sie notwendig ist, um tatsächlich gleichberechtigte Teilhabe auch zu erreichen. So. Es sind in der UN-Behindertenrechtskonvention nochmal so besondere Aspekte genannt worden, auf die ich auch noch mal kurz eingehen will, weil ich denke, auch das übertragbar ist. Da geht es zum einen um den Bereich der Kommunikation. Mit Kommunikation ist gemeint, ja, alle möglichen Sprachen, also gesprochene Sprachen, also Lautsprache, genauso wie Gebärdensprache, aber auch was, wenn es um Textdarstellungen geht oder sei es Breitschrift, sei es taktile Kommunikation wie Lormen, ne, aber auch sowas wie leichte Sprache, das gehört alles zu dem Kontext Kommunikation. Das ist nicht nur einfach miteinander reden, sondern es ist wirklich ein breites Verständnis eben von Kommunikation. Dann der Punkt Barrierefreiheit, habe ich schon gesagt, da gibt es einen ganz eigenen Artikel, Artikel 9, der ist eine ganze Seite auch lang. Da geht es auf der einen Seite um die physische Umwelt, da geht es um Mobilität, da geht es auch um Information und Kommunikation, aber da geht es auch um Dienstleistungen. Ja? Also wie müssen Dienstleistungen gestaltet sein, damit sie tatsächlich für alle zugänglich sind, ja? Und nutzbar sind. Ja? Weil so Zugänglichkeit alleine reicht nicht immer, sie müssen auch nutzbar sein. Ja? Und genau. Und dann angemessene Vorkehrungen, das ist eben auch so ein Aspekt, den ich auch finde, der ist auch übertragbar. Im Gegensatz zu Barrierefreiheit oder sagen wir mal als Ergänzung zu Barrierefreiheit ist vielleicht besser, geht es bei angemessenen Vorkehrungen tatsächlich um die individuellen Maßnahmen, die notwendig sind, damit eben partizipiert werden kann. Wenn jetzt zum Beispiel eine Schule ist oder eine Beratungsstelle zum Beispiel, und da sind am Anfang vielleicht 3 Stufen und es kostet wirklich nicht viel, eine Rampe zu machen, dann muss das gemacht werden. Ja, weil das ist so, dass zwar bei den angemessenen Vorkehrungen steht, das darf nicht übermäßig viel kosten, das haben die auf der internationalen Ebene leider so formuliert, aber sie haben auch ganz klar formuliert, dass wenn Dinge, die möglich sind, nicht gemacht werden, dann ist das eine Diskriminierung. Ne? Also letztendlich heißt es, das, was machbar ist, muss auch gemacht werden. Ne, so unter diesem Aspekt ist auch zu betrachten. Und angemessene Vorkehrungen, eben das geht, wie gesagt, gilt eben auch nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern eben vielleicht auch für andere Bereiche oder Menschen, die halt vielleicht eine Behinderung haben, eine Beeinträchtigung haben und gleichzeitig vielleicht eine andere Herkunft, die jetzt nicht gerade aus Österreich ist, die halt hierher geflohen sind oder migriert sind oder was auch immer, ja, abhängig von Geschlecht, Religion, also diese ganzen Aspekte einfach mit zu berücksichtigen.